So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen, kleiner, zu einem kleinen neuen Projekt hier auf dem Kanal. Ja, es kommen viele neue Projekte, ich weiß. Aber das ist jetzt mal Sim Dispatcher. Ja, ich dachte, das probieren wir mal aus. Das wäre jetzt gekauft, ich habe die Vollversion. Und ja, aber ich dachte mal, warum nicht? Haben wir schon den ersten Anruf, ich stelle mal wieder auf Echtzeit. Oh, Notruf Feuerwehrrettungsdienst, wo ist der Notfallort? Jemand wurde hier von einem Auto umgefahren. Aua! Also. Okay. Einmal. Es ist auch cool, man könnte nämlich, wenn ihr sehen könnt, hier oben Einsatzort von Anrufer übernehmen. Hallo? Wenn es gehen würde. Machen wir jetzt einen neuen. Dann müssen wir einen neuen aufmachen. Ja. Was? Hulda. Ach, war ich denn? Hulda. Weg. So, wie ist denn Ihr Name? Burkhardt, Lukas Burkhardt. Ja. Achso, das wissen wir ja schon. Was ist genau, er wollte abbiegen und hat er übersehen. Okay. Wissen Sie den Namen von dem Patienten? Nix. Ist der ansprechbar? Nein, der ist nicht an. Oh. Okay. Nicht ansprechbare Person. So. Hat er Atemprobleme? Mit Verletzungen zu erkennen. Er sieht gar nichts aus. Er ist okay. Wie alt ist er ungefähr? 33. Dann. Würde ich sagen, einmal disponieren. Rettungsdienst kommt. Wir können nichts auflegen. Ja, wir beeilen uns. Und schon nächster Anruf. Notruf. Notruf Feuerwehrrettungsdienst. Guten Tag. Hier ist jemand zusammengebrochen. Bitte schicken Sie schnell einen Krankenwagen. Sparda Bank. Es geht. Wieso geht denn das nicht? Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich möchte gerne den hier haben. Dann Hessen EG. Wie ist Ihr Name? Okay, was ist genau passiert? Person wach und ansprechbar. Merksen. Atmung. Ist er verletzt? Okay. Ist aber eigentlich nichts für den Notarzt, ne? Würde ich sagen. Wie alt ist denn der Patient?
So. Deren. Achso, und wenn ihr sehen wollt, hier so das Fenster habe ich hier noch. Das ist ja nicht so wichtig. Und was hier leider auch nicht mehr hingepasst hat, ist hier die Karte. Aber ja, ist gerade nichts so Wichtiges. Was bei ihrer hier unten stehen dann immer die Einsätze, welche wir gerade haben. Hier sind die Benachrichtigungen, wenn zum Beispiel so ein Sprechwunsch reinkommt oder sowas. Oder wenn halt die den Status wechseln. Ich weiß gar nicht, wofür dieses Feld hier da ist, ob man da Leute anrufen kann, weil ich kann hier nirgendwo drauf drücken. Hier, wie gesagt, macht man den Einsatz. Hier Sprechfunk, wenn ich mit den Leuten spreche, wenn die Leute funken möchten und ich mit denen. Und ja. Das ist eigentlich schon fast alles. Ihr seht, ist es manchmal auch ganz schön ruhig. Dann gehen wir mal mit der Geschwindigkeit ein bisschen hochgehen. Wollen wir da was zu tun kriegen hier? Weil siehst du, hier unten ist es da. Also beide da. Wenn jetzt gleich irgendwas passiert, kommt ein Sprechfunk oder ein Anruf. Notruf, Feuerwehr, Rettungsdienst. Wo genau ist der Notfallort? Na ja, bei meiner Oma ist der Blutdruck entglitten. Okay. Was ist genau passiert? War zu hoch. Hat sie Vorerkrankung? Wie alt ist sie? Ist sie ansprechbar? Atmung? Hat sie Schmerzen? Kopfschmerzen. Ja, dann rufen Sie mal bitte. Genau. Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren korrigieren, wenn ich was falsch mache. Sehr gerne. Aber für mich war das jetzt gerade kein nichts für den Notarzt. Also für den Notdienst. Spuli, Spuli. Ja gut, heute ist Samstag, es ist eigentlich nicht, natürlich im Moment nicht viel los. Wir spielen übrigens in Offenbach, weil ich dachte, das ist eine schöne Leitstelle. Wenn ihr wollt, dass wir das mal zusammenspielen im Multiplayer. Okay, wartet. Notruf Feuerwehr Rettungsdienst, guten Tag. Mein Hund steckt fest, der wieder steckt fest. Wie ist Ihr Name bitte? Was? Wo genau ist der Einsatzort? Ja. Erlenbruchstraße. Neununddreißig. Was ist genau passiert? Was ist das für eine Xaunard?
Okay. Haben wir denn hier? Hier haben wir was mit Tier. Hilfeleistung. Die leichte technische Hilfe, Halle F, genau. Erholen. Jack im Zaun. Okay, ich schicke Ihnen die Kräfte vorbei. Ah, guck mal, sie nehmen ihn mit ins Krankenhaus. Das ist schon mal gut. So. Müssen wir gleich wieder ein bisschen spulen. Noch nicht. Notruf Feuerwehr Rettungsdienst, guten Tag. Meine Ehefrau schreit vor Schmerzen, Bürgel auf meiner Straße. Okay, was ist denn erstmal passiert? Okay. Ja, geht nicht, tut mir leid. So. Oh, wie ist hier? Wie ist Ihr Name? Jäger. Egal. Campingplatz. Also machen wir das einfach mal. Atemprobleme. Ja, gut, im Rücken. Vorerkrankung? Nein. Also nimmt sie Medikamente? Wie alt ist sie? Nein. Gut, das ist aber eigentlich nichts für einen Notdienst. Tut mir leid. Oh Mann. Können wir so lange mal gucken, was wir hier alles haben. Okay. Geschwindigkeit mal 4. Ist klar. Notruf Feuerwehr Rettungsdienst. Wo genau ist der Notfallort? Also jetzt jemand mit seinem Moped gestürzt. Oh. Okay. Wie ist Ihr Name?
Okay, wie wollen wir Ihren Namen nicht sagen? Oder steht er da schon? Mecklenburger Straße 20. So, was ist genau passiert? Wissen Sie den Namen der Patientin vielleicht? Hoppe. Ist die Person ansprechbar? Atemprobleme? Hat sie Schmerzen? Ah. Starke Blutung nach ja, mit dem D, genau. So. Okay, wissen Sie, wie alt sie ungefähr ist? 28. Dann einmal R1. Hallo? Ich will das mal einfach so machen. RTW. Ja, RTW, RTW. Ja. Ich schicke Ihnen die Kräfte rüber. Bitte machen Sie sich bemerkbar. Notruf Feuerwehrrettungsdienst. Guten Tag. Wie ist denn Ihr Name? Hey, was ist passiert? Ist sie ansprechbar? Schmerzen? Atemprobleme? Hat sie Vorerkrankung? Medikamente? Wie alt ist er denn? Und dann würde ich sagen, das war es auch immer für diese Folge. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst ein Abo und ein Like, damit es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht in der nächsten Folge wieder. Desto mehr Likes, desto mehr sehe ich, dass euch das gefällt. Mehr Dislikes, dann weiß ich, dass es euch nicht gefällt. Also machen wir es so, ne? Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.